Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Game Collector. Heute möchte ich euch mal wieder ein Mediabook vorstellen und natürlich einen Film. Und zwar die Horrorreihe geht weiter. Und zwar Terrifier 2 mit Art den Clown. Das Ganze von Nameless ist veröffentlicht worden. Man konnte das Ganze über Ike Media im April bestellen. War natürlich wieder eine extreme Tortur. Dieses Mediabook ging natürlich mal wieder durch die Decke. Hat bei vielen für Empörung gesorgt. Erstens mal wieder die Serverprobleme. Alle Seiten, wo die Mediabooks angeboten worden sind, sind natürlich wieder in die Knie gegangen. Ob sie dieses Problem jemals in den Griff bekommen oder überhaupt in den Griff kriegen wollen, das steht in den Sternen. Und natürlich sind auch diese Mediabooks dann wieder für schöne, hohe Preise auch bei eBay und Co. rausgegangen und natürlich schon gar auch auf Filmbörsen. Wie gesagt, auf YouTube gibt es diverse Videos. Ich habe jetzt hier Cover A. Ich denke, dieses Cover hat noch keiner vorgestellt. Ich habe mich für das entschieden, weil es mir am besten gefallen hat. Cover B wäre auch nicht schlecht gewesen, aber da war mir einfach zu viel, naja, sagen wir mal, zu viel Rot irgendwie mit drin. Da hat mir das hier besser gefallen, weil es auch das sogenannte typische Kinoplakat ist. Im Ausland ist das natürlich das Hauptcover, genauso wie bei der gekürzten Version. Das hier ist die Uncut-Version. Es gibt auch eine gekürzte Version von Tiberius-Film. Der hat um 2 Minuten, glaube ich, gekürzt. Aber man kann ihn sich auch digital über iTunes, über Amazon Prime auch holen. Da kostet aber eher jeweils 11,90 €. Ob es eine Keepgeist-Variante geben wird, das wird sich auch noch rausstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da garantiert auch was kommen wird. So, lange genug gelabert. Wir packen es aus. Gucken wir uns das Ganze an. Zumindest ich werde es mir angucken, weil wenn ihr schon andere Videos gesehen habt mit einem anderen Covermotiv, dann schaut das alles ein bisschen anders da aus. Also, das ist das Frontmotiv. Könnt ihr nochmal auf euch wirken lassen. Wir haben hier Spotlack-Veredelung. Art der Clown ist hier in Spotlack veredelt, genauso wie der Schriftzug und auch hier seine Waffe. Das Ganze geht auch hier weiter, ebenfalls hier veredelt worden. Wie gesagt, Cover A, das Ganze auf 999 Stück limitiert. Ich habe die Nummer 883, könnt ihr hier sehen. Film geht 138 Minuten. Es ist die 4K-Scheibe mit an Bord und natürlich die Blu-ray. Hier auch Spotlack-Veredelung. Und hier technische Informationen, könnt ihr euch alles durchlesen, um was es in dem Film geht. Wenn ihr ihn bereits gesehen habt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare, könnt ihr es da gerne schreiben. So, wir haben hier schon gleich die 4K Ultra HD. Jetzt geht es wieder los. Das Ganze ist jetzt wieder so, ich weiß nicht, habe ich rutschige Hände oder ist das einfach so frisch gemacht, dass ich jetzt die Disc nicht herausbekomme? Das ist unglaublich. Oh Gott, geht die Disc nicht raus? Okay, egal, lassen wir es gehen. Ihr könnt hier schon erkennen, Übergang zum Booklet-Teil. Und wir haben hier sehr viel Lesestoff. Seiten sind sehr dick. Hochwertiger Druck. Der erste Teil war nicht so schlecht, aber ehrlich, wie ich bin, hat er mir nicht so gefallen, der erste Teil. Der war etwas kurzweilig. Hier haben sie es, glaube ich, schon ein bisschen besser gemacht. Etwas länger, noch blutiger, aber meistens heißt nicht länger, dass er dann auch besser ist. So, dann haben wir hier die normale Blu-ray. Mir auch wieder einen schönen Übergang, das lobe ich mir, schaut super aus. Hier funktioniert es, komischerweise. Das ist die normale Blu-ray. Dann haben wir hier dieses wunderschöne Übergangsbild. Jetzt probieren wir es aber trotzdem vorne nochmal. Kann ja nicht sein. Ansonsten muss ich da ein bisschen, genau, ein bisschen tiefer reinfahren, dann funktioniert das Ganze. Und dann haben wir hier 4K-Scheibe. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich euch noch die anderen Mediabooks zeigen zu Teil 1. Den habe ich auch noch da. Den habe ich vor Jahren habe ich den mal bei Bretz Media bestellt. Und zwar hier den ersten Teil. Da gab es ja damals auch, jetzt weiß ich gar nicht, 2 oder 3 Artworks. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe jetzt hier diese Retro Collection.
Die hat mir auch persönlich am besten gefallen, weil mir damals einfach dieses Gezeichnete noch nicht so gefallen hat. Hier im so Retro-Look. War damals auf 444 Stück, war es limitiert. Der Film ist schon gar von 2017. Hat also sehr lange gedauert, bis dann die Fortsetzung gekommen ist. Also das sind 5 Jahre, die da ins Land gestrichen sind. Ich habe da die Nummer 330. Und dann gab es den ersten Auftritt von Art dem Clown von All Hallows Eve Terrifier, The Beginning. Das wäre das hier, wo er sozusagen diesen Gastauftritt hat. Ob es jetzt dann regulär 3 Teile sind, weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so der Experte in dieser Filmreihe. Das Ganze von Sinistrage veröffentlicht, habe ich damals auch über Bretz Media bestellt. Ja, das sind jetzt mal die aktuellen Terrifier Media Books, zumindest was jetzt den Teil hier betrifft. Ich bin auf den zweiten Teil sehr gespannt. Wenn ihr ihn bereits gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, wie er euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir mit dem Video durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, einen Daumen hoch und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Unboxing. Macht's gut. Ciao, ciao.